guck mal hier, seht ihr? Sogar Äpfel fallen vom Eichenholzbaum. Ist das nicht crazy? Ein Fuchs. Ich habe übrigens das Creature, den Creature-Mod noch installiert, weil ich Tiere ganz süß finde, aber ich glaube, den werde ich demnächst auch mal wieder deinstallieren. Jetzt haben wir uns erstmal die ganzen Setzdinge auf. Ja, was wollen wir machen? Was wollen wir tun? Also, ich wollte es gerade demonstrieren. Ihr habt ja eben gesehen, wie ich dann mit bloßer Faust, das zeige ich nochmal, den Baum geklöppelt habe. Ich weiß nicht, wie viele Schläge man da machen muss. Wenn man sich jetzt eine Holzaxt macht, sollte es schon mal deutlich schneller gehen. Achtung! Ja, geht schon schneller. Und je besser die Qualitätsstufe des Werkstoffes ist, oder Baustoff, mit dem ihr da irgendeine Werkzeuge macht, desto schneller und desto easier habt ihr es. Im Leben. Zumindest in der Minecraft-Welt habt ihr es so. So, wir werden auf jeden Fall noch sehr viel Holz brauchen. Deswegen werde ich noch hier die ganzen Bäumchen machen. Die ganzen Setzlinge, wie gesagt, sammeln wir ja. Und von daher werden wir auch kein Holzproblem haben. Am Anfang sowieso nicht. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, es wird schon dunkel. Jawohl, es wird schon dunkel. Wir sollten langsam aufpassen, dass hier nicht ein paar Viecher kommen, ein paar Monster. Das ist ein großer Baum, den hätte ich eigentlich nichts machen sollen. Ich bin eigentlich eher einer dafür, dass einer, der immer kleine Bäume weghaut. Deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen geärgert, aber was soll's. So. Jawohl. Der wird größer als erwartet. Naja. Wenn ich nach oben gucke, kann es natürlich sein, dass hier einer kommt und mir jetzt dann ein paar von der Mütze gibt. Deswegen, ich als kleiner Schisser, ich bin wirklich ein Schisser, aber die erste Nacht, finde ich, in Minecraft sollte man immer auf easy spielen, weil das so stylisch ist. Wir machen uns das hier einfach mal zu hier oben. Nee. Machen wir nicht. Ich hab Schiss. Ich hab wirklich Schiss. Ich bin zwar schon ein großer Junge, aber das ist natürlich immer crazy. Von hier hat der Musik im Hintergrund, das passt irgendwie gar nicht. Wenn ihr hier einen Block reinsetzt und lasst hier offen, dann habt ihr noch ein schönes Guckloch, was ja schön ist. Aber außer Skelette, die schießen können, habt ihr da eigentlich weniger Probleme. Also Monster kommen hier durch ein Feld nicht durch. Spinnen würden sogar hier, wenn das unten fehlen würde, auch nicht durchkommen. Ja? Ich könnte mir... Ja, mal gucken. Ich könnte mir natürlich auch, um das Ganze ein bisschen schneller voranschreiten zu lassen, schon mal Wolle sammeln, dann könnte ich mir ein Bettchen bauen. Dann könnten wir die Nacht einfach überbrücken. Haha, ich bin ja ein Klapperchen. Da hinten sind welche... Da hinten ist ein Schleimmonster, alles klar, die Nacht hat begonnen. Shit, Idee war gut, aber die Umsetzung wieder mal, pfui. Naja, jetzt sitzen wir hier in unserer kleinen Stube. Ich müsste eigentlich relativ dunkel sein. Tut mir leid, ich kann noch kein Licht herbeizaubern, weil dafür brauche ich denn auch Kohle. Und die Kohle haben wir natürlich noch lange nicht. Ja. Aber können wir irgendwas bauen, Wir können uns mal ein Schwertchen bauen. Was haltet ihr davon? Und zwar gegen die bösen, bösen Monster verteidigen zu können. Also, Sticks rein. Und, Entschuldigung, das war falsch. Zack, zack. Schon haben wir ein wunderbares, geiles Holzschwert. Was ich übrigens immer auf die 1 lege. 1 ist immer wichtig. So, jetzt haben wir ein Holzschwert. Jetzt könnten wir uns im Prinzip... Upsa. Jetzt können wir uns im Prinzip auch gegen Monster verteidigen. Da ist ein Schleimmonster, das kommt. Hm. Seid mir nicht böse, wenn ich auch manchmal dann nicht mehr auf Easy spiele. Aber manchmal bin ich so verpeilt, da möchte ich ungern sterben. Kann auch sein, dass ich gleich mal hier total düster mache. Also nicht wundern, wenn es gleich dunkel wird. Aber das Schleimmonster kommt näher, es kommt näher, es kommt näher. Also ich höre es. Ja, 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 ja. Na? Spannung steigt. Ich glaube, ich habe es kommen hören. Ist die erste Nacht leider ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. Wir verschanzen uns hier. Ich verspreche Besserung, denn die zweite Nacht, da werden wir auf jeden Fall uns mal ein paar Wolle klöppeln. Daraus können wir dann mit dem Holz ein Bettchen bauen. Dann können wir die Nacht einfach easy hier ein bisschen schlummern. Aber momentan ist halt noch ein bisschen blöd, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber, wie gesagt, ich glaube Besserung. Und das ist ja immer wichtig. Ja. Müssen wir uns mal rauswagen? Mal gucken, was passiert.
Na, wo ist er, wo ist er? Hup, 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 hup. Spartakus! Für 300! Für Sparta! Na, wo ist denn das Schleimmonster hin? Bin ich nicht mutig, Leute? Ich bin so mutig. Okay, hier geht's bergab. Mal nicht auf die Schnauze legen, aber eine schöne große Höhle. Mhm. Ich sehe, da hinten ist ein Schaf. Das sieht so verlassen. Hüp! Was war das hier? Die zu verlassen aus. Wir laufen mal rüber, oder wir schwimmen. Laufen, schwimmen, das sieht immer ein bisschen merkwürdig aus. Und holen uns mal etwas Wolle. Boah, ich bin so mutig. Hätte ich gar nicht von mir gedacht, dass ich wirklich da rausgehe. Ja, 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 ganz ruhig. Gib mir deine Wolle und bleib ruhig. Oh, Ratten greifen auch an, habe ich festgestellt gerade. Weil ich diesen Creature-Mod habe. Ein kleines Schleimmonster. Das sind diese Punkte übrigens, die man kriegt. RIP. Ich bin Level Stufe 1, wie man sieht. Also, durch den Creature-Mod habe ich natürlich nicht damit gerechnet, gerade dass hier auch die... Wie heißt es jetzt gerade? Die Ratten mich auch angreifen. Gib mir deine Wolle und sei ruhig. Mach nicht so einen Lärm. Ich will doch nur deine Wolle. Mehr will ich doch gar nicht. So, ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt? Wie viel habe ich jetzt? Nein, ich habe eine graue und eine weiße. Das reicht bei weitem nicht. Ach, guck mal hier, steht ein Wasserblock einfach hier in der Luft. Auf Schnieke. Ja, ja. Das war's natürlich. Jetzt habe ich... Da ist noch ein Schaf. Lauf nicht runter. Da ist noch ein Schaf. Mensch, wo kommt ihr denn her? Lauf nicht... Nein! Ach, Schaf. Komm mir Felix hoch. Ich brauche deine Wolle. Also, ich muss auf jeden Fall was machen. Ich habe wieder eine Ratte gehört. Ach, du ahnst es nicht. Hey, du kleiner Nager. Drecksvieh. Darf doch nicht sein. Hätte ich von einer Ratte getötet. Beiß mir den dicken Zeh vielleicht, aber nur durch den Hals durch. Schwierig, schwierig. So, jetzt haben wir zwei, wir brauchen drei. Leider müssen wir noch einmal uns Wolle suchen. So, mal einen Apfel zwischendurch essen, ist auch mal wichtig. Vitamine können nie schaden. Naja. Okay. Okay, also. Ich glaube, mit der Wollesucherei müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja. Da hinten sind noch zwei. Schnell rüber. Ach, wieso ist... Über die Seerosenteich. Upp. Ich glaube, der Philipp Purcell war auch... Minecraft-Spieler. Im Inneren. So. Gib mir deine Wolle und sei ruhig. Nein, sei ruhig, habe ich gesagt. Wolle ist auch ein cooler Rohstoff. Den kann man immer brauchen. Also, immer Wolle sammeln. Macht euch Teppich draußen. Oder strickt euch einen Pullover. Wolle ist immer gut. Aber das kommt alles noch. Keine Sorge. Wir haben noch Zeit. So, jetzt haben wir genug. Ja... Modrige Sumpflandschaft hier übrigens. Wichtig ist auch, wie ich gerade nochmal mir einfällt, Minecraft ist eine unheimlich geile Welt und es gibt unheimlich viel zu entdecken. Aber wenn ihr euch eine Behausung baut und pirscht einfach mal in die Ferne, da tut euch selber einen Gefallen, setzt euch Wegpunkte. Weil ihr werdet nicht mehr zurückfinden. Ist schwierig und ist traurig. Meistens endet es dann mit dem Tod, dem Freitod, weil man dann wieder am Spawning Point zurückkommt. Aber ist... Oh, das ist ein Zombie. Das sind mehrere Zombies. Schnell rein. Hüp! Ha! Gerade noch geschafft. Jetzt kann er kommen. Jetzt kann er uns nichts tun. Aber bloß jetzt kommt er nicht mehr. Leute, die jetzt sagen, ich bin Feigling, muss ich leider sagen, ich hab recht. Na? Na, ich glaube, er will nicht mehr. Na gut, dann machen wir uns halt mal ein Bettchen... Zack. Dreimal Wolle. Zack, zack, zack. Und damit haben wir ein richtig geiles Endstufe-Bett hier. Ich glaube, das können wir gar nicht hinstellen, oder? Doch, wir können. Ich will es nochmal demonstrieren. Also, wir können uns auch hinlegen. Und schnell sind wir wieder da. Ich höre noch Zombies.
Die sollten doch eigentlich jetzt weg sein. Die fangen nämlich gleich an zu brennen. Ja. Hüp! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Na? Nein! Bumm! Erste Folge, schon ein Creeper explodiert. Eine Witzka. Ach Mann, ey. Ja, schön. Jetzt könnt ihr euch langsam vorstellen, warum ich hier den Creeper im Intro habe. Das nochmal ein Creeper? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Naja, komm. Oh, gehen wir etwa auch kaputt? Creeper überleben länger als Zombies oder Skelette. Geil, erste Folge schon mal hier ein Creeper gezeigt, demonstriert, whatever. Wäre schon neugierig, ne? Vielleicht hat er mich gesehen und hat gedacht, er ist so stark mit seinem Holzschwert, da stürze ich mich selber mal in den Tod. Kann natürlich sein. Ja, Creeper, erste Folge, sehr schön. Können wir gleich die Rohstoffe sammeln. Oh, oh, oh. Leute, ich habe echt Panik. Ja, weil hier sind auch sehr viele Bäume. Also, ihr habt gesehen, es sind Zombies, Skeletors und solche Monster, die, wenn es hell wird, fangen an zu brennen. Was gut ist, weil dann sterben sie. Und wir können bequem einfach weitermachen. Creeper überleben das Ganze etwas länger, fangen irgendwann auch, oder sind einfach weg. Ich habe noch nicht gesehen, ob die auch brennen. Zumindest explodieren sie. Ganz gerne mal, wie ihr gerade gesehen habt. Und was gibt's noch? Natürlich Spinnen. Die überleben halt auch erstmal, sind aber dann komischerweise völlig handsam, wenn die Sonne scheint. So, wollte ich nur mal demonstriert haben, ne? Wie ihr wisst, jetzt mache ich erstmal schön hier auf easy. Entschuldigung, auf friedlich. Easygoing hat mir gerade. Ja, denn wir wollen ein bisschen weitermachen. Wir wollen hier erstmal die Kuhle wieder besänftigen, die hier hinterlassen wurde. Ist ja eine Riesenhöhle. Ist eigentlich auch viel zu schade, dass wir die zumachen. Höhlen sind immer interessant. Ach, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Genau. Aber er greift mich nicht an. War nur ein bisschen motzig. Zack. Zack, 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 zack. So, ja, unsere Behausung ist natürlich nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, ist ja halt eine Lehmhütte, ne? Und Lehm ist ja, wie gesagt, nicht unbedingt der dollste Baustoff. Wir haben aber natürlich jetzt Holz, wir könnten uns hier eine Holzhütte bauen. Wir haben natürlich noch keinen Stein und kein Glas, um Fenster zu bauen. Das fehlt alles natürlich noch. Wir sind noch gerade am Anfang, Leute. Aber was lange währt, wird gut. Deswegen, wir fangen erstmal an, hier eine kleine Behausung aus Holz zu machen, würde ich sagen. Dafür, und ein bisschen größer sollte es auch schon sein. Deswegen machen wir uns hier aus den Eichenholzbrettern und dem anderen Holz einfach mal eine schnieke Behausung. Ich würde mal sagen, wir machen uns da noch ein anderes Werkzeug. Zack, zack. Obwohl, Stöcke haben wir ja. Ach, was soll's. Wir brauchen immer Stöcke. Ein Holz brauchen wir gleich auch wieder. So, so. Und so. Können wir ja auch gleich zwei machen, weil die sind sehr schnell brack. Und zwar eine Holzschaufel. Geilomat, hä? Eine Holzschaufel. So, schmeißen wir nicht weg. Nehmen wir natürlich mit. Weil wir haben es noch nicht so dicke. Wow, sind da wieder Tiere. Also die Tiere muss ich auch mal ein bisschen anders einstellen, weil ist mir ein bisschen viel Tiere. Ich mag zwar Tiere, aber ist ein bisschen too much. Wie ihr seht, das ist der Creatures Mod in HD Rockwood Mesa Texture Pack.